بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى والتقى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine sehr geehrten Geschwister. Heute wollen wir inshallah ta'ala weitermachen mit der Sura Yusuf. Es handelt sich mittlerweile um den dritten Teil, wo wir inshallah ta'ala fortsetzen werden mit dem Vers Nummer 7. Wir hatten eine allgemeine Einleitung gehabt zu der Sura, aufgezeigt, in welchem Kontext sie aufkommt, dass es sich hierbei um eine Alif Lam Ra Sura handelt. Wir haben uns mit dem Anfang und der Vorgeschichte dieser Geschichte beschäftigt gehabt, um jetzt inshallah ta'ala einzugehen auf die eigentliche Geschichte selbst, um die es in der Sura geht. Und zwar die Geschichte von Yusuf alayhi salam. Wir hatten bereits erwähnt gehabt, dass Allah subhanahu wa ta'ala in den ersten 6 Versen im Grunde genommen 2 Einleitungen zur Sura gemacht hat. Die erste Einleitung handelt um die Unnachahmbarkeit des Korans, wo Allah ta'ala noch einmal bestätigt, dass dieser Koran wirklich von ihm stammt und eine Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala ist, welche nicht nachahmbar ist und welche Allah ta'ala herabgesandt hat, damit die Menschen sich darüber Gedanken machen können. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wir haben es als einen arabischen Koran hinabgesandt, auf das ihr begreifen möget. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala begonnen, die Geschichte von Yusuf alayhi salam ebenfalls mit einer Einleitung zu beginnen, wo Yusuf alayhi salam seinem Vater Ya'qub alayhi salam von seiner Ru'ya berichtet, welche er im Schlaf gesehen hat. Und sein Vater ihm daraufhin erklärt hat, dass es sich hierbei um eine wahre Ru'ya, ein wahres Traumgesicht handelt und dass Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf alayhi salam auserwählt hat. Dies ist eine zweite Einleitung. Und interessant ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, meine lieben Geschwister im Islam, am Ende der Geschichte von Yusuf alayhi salam und am Ende der Sura hier auf diese beiden Einleitungen noch einmal ganz konkret eingeht. Und zwar sagt Allah ta'ala in Bezug auf die Gewaltigkeit des Korans und dass der Koran das Wort Allah subhanahu wa ta'ala ist, folgendes, im Vers Nummer 102, ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُحِيهِ إِلَيْكَ. Dies gehört zu den Nachrichten vom Verborgenen, das wir dir als Offenbarung eingeben. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. Denn du warst nicht bei ihnen, als sie sich einigten, indem sie Ränke schmiedeten. Allah Ta'ala rundet somit das Thema dieser Sura ab. Die erste Einleitung, wo es um den Koran geht, wird abgeschlossen dann und abgerundet mit dieser Ayah Nummer 102. Und die zweite Einleitung wird mit der Ayah Nummer 100 dann abgeschlossen, indem nämlich Allah Ta'ala dann ganz am Ende in der Geschichte von Yusuf alayhi salam folgendes sagt. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. Und erhob seine Eltern auf den Thron empor und sie fielen vor ihm ehrerbietig nieder. Und jetzt sagt Yusuf zu seinem Vater, subhanallah, ganz am Ende der Geschichte, um das Ganze abzurunden. وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلِ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا.
Oh, mein lieber Vater, das ist die Deutung meines Traumgesichts von zuvor. Mein Herr hat es wahrgemacht. Allahu Akbar. Allah Ta'ala, er hat also zwei Einleitungen und zwei Abschlüsse, die aufeinander abgestimmt sind, meine lieben Geschwister im Islam. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala zum zweiten Mal diese Geschichte jetzt mit einer Einleitung eingeleitet hat, beginnt jetzt die eigentliche Geschichte von Yusuf alayhi salam. Und zwar im Vers Nummer 7 sagt Allah subhanahu wa ta'ala ganz konkret: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Wahrlich, in Yusuf und seinen Brüdern sind Zeichen für diejenigen, die nach der Wahrheit fragen. Wörtlich übersetzt, die Fragen. Also Zeichen für die Fragenden. So müsste es wörtlich übersetzt sein. In der Übersetzung wird gleich auch noch die Bedeutung in den Vordergrund gestellt, um was es eigentlich geht. Allah Ta'ala, er zeigt, beginnt jetzt mit der Geschichte von Yusuf alayhi salam mit seinen 11 Brüdern. Und er zeigt noch einmal auf, dass in dieser Geschichte sehr, sehr viele Lehren stecken, für jeden, der nach der Wahrheit sucht und für jeden, der nach Lehren sucht, von denen er profitieren kann in seinem Leben. Als Muslim sollte ich immer so an den Koran herangehen, dass ich mich informieren möchte über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, um am Ende von ihnen zu profitieren, um zu der Wahrheit zu gelangen, um zu verstehen, was Allah ta'ala eigentlich von uns Menschen möchte, um zu verstehen, was der Sinn und Zweck meines Daseins ist. Allah Ta'ala, er hat diese Geschichte erzählt, damit wir aus ihr ganz konkrete Lehren ziehen. Und damit wir noch einmal uns hineinversetzen in die Zeit unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Allah Ta'ala, er hat diese Verse offenbart, oder besser gesagt, diese gesamte Sura offenbart, in einer Zeit, in der es dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, und den Muslimen sehr, sehr schlecht ging. Und die Muslime suchten nach Antworten. Und deswegen sagt Allah Ta'ala Sa'ilin, Leute, die fragen, sie verstehen nicht, warum ist das so, wie es ist? Warum ist der Weg so schwer? Warum ist der Weg so steinig? Warum werde ich geprüft? Warum werde ich durch einen Schicksalsschlag geprüft? Warum all diese Versuchungen? Willst du antworten? Dann beschäftige dich mit den Worten Allahs und du wirst Antworten finden. Derjenige, der Antworten finden möchte in den Worten Allahs, der wird sie auch finden. Derjenige, der keine Antworten möchte, den das alles nicht interessiert, dem wird der Koran auch nicht weiterhelfen. Der Koran ist eine Anleitung für die Menschen, die nach Antworten suchen. Menschen, die keine Antworten wollen oder die schon ihre vorgefertigten Antworten haben, denen kann auch der Koran nicht weiterhelfen. Und deswegen spricht der Koran immer wieder über Menschen, welche blind sind und welche taub sind. Summun, bukmun, umyun. Sie sind taub. Sie sind blind. Sie sind stumm. In anderer Stelle sagt Allah Ta'ala, وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ. Und du siehst, wie sie sich anschauen. Aber sie können nicht sehen. Ich kenne das, wenn Leute zu mir kommen oder auch zu anderen Imamen gehen und ihnen dann eine Frage stellen. Und dann gibt es bestimmte Kandidaten, die haben schon eine Antwort. Die wollen gar keine Frage stellen, sondern sie haben schon eine Antwort. Entschuldigt bitte, lass mal hier. Die haben schon eine vorgefertigte Antwort. Und die kommen zu dir nicht, um dir eine Frage zu stellen, sondern die kommen zu dir, um ihre Meinung, die sie haben, entweder bestätigt zu bekommen von dir oder mit dir zu diskutieren. Es gibt Leute, die kommen nur, um zu diskutieren. Habe ich schon sehr, sehr oft erlebt. Da kommt jemand und sagt, Sheikh, ich habe eine Frage, bitte. Und dann stellt er keine Frage, sondern er gibt schon eine Antwort. Und du stellst dir die Frage, wie kann das sein? Ich meine, du sagst doch selbst, du möchtest eine Frage stellen.
Dann sag doch, ich möchte mit dir diskutieren. Ich möchte mit dir eine Debatte führen. Das ist kein Problem. Dann weiß man aber von vornherein Bescheid. Aber jemand, der eine vorgefertigte Antwort hat und nicht offen ist für etwas Neues, nicht offen ist für das Lernen, der wird auch nicht lernen. Dem kann nicht einmal der Koran weiterhelfen, weil er sich nicht belehren lassen möchte. Deswegen ist diese Ayah so wichtig, die jetzt überleitet zu der eigentlichen Geschichte und dem eigentlichen Geschehen im Leben von Yusuf alayhi salam. لَقَدَ كَانَ فِي يُوسُفَ Wahrlich, in Yusuf und seinen Brüdern, in dieser Auseinandersetzung zwischen Yusuf und seinen Brüdern, zwischen dem Weg, den ein Prophet beschreitet, und seinen Gegnern, liegt was? Liegt Zeichen. Ayat. Eine Ayah ist etwas, was dich zu etwas Bestimmtes hinleiten soll, welche dich mitnehmen soll, welche dich leiten soll. Das ist eine Ayah. Und in diesem Sinne ist jeder Koranvers eine Ayah, ein Zeichen, welches sich zu Allah führt. Und jede Sache in diesem Universum um uns herum ist eine Ayah, welche dich ebenfalls zu Allah subhanahu wa ta'ala führt. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ Für Menschen, die fragen, um zu wissen, die nach Wissen streben. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala nun die Geschichte von Yusuf alayhi salam und seinen Brüdern mit dieser Ayah einleitet, geht es gleich über zu dem Moment, wo Yusuf alayhi salam zum allerersten Mal geprüft wird. Allah ta'ala, er lässt alles andere aus. Und wir werden das immer wieder merken in dieser Geschichte und auch im Allgemeinen in den Geschichten des Korans, dass Allah ta'ala viele Dinge weglässt. Aus verschiedenen Gründen. Einmal, damit der Mensch selbst nachdenkt und sich Gedanken macht, dass sich alles direkt vorgegeben ist, sondern dass der Mensch auch seinen eigenen Verstand benutzt, um sich zu überlegen, was könnte da eigentlich geschehen sein. Das ist das Erste. Weil alle Geschichten des Korans sind zum Nachdenken da. Zweitens, der Koran erwähnt nur das, was auch wirklich wichtig für uns ist. Der Koran, er erwähnt die Dinge, welche uns weiterbringen. All die Einzelheiten, Details, die nicht wirklich eine Lehre in sich tragen, erwähnt der Koran nicht und lässt sie aus, weil sie an dieser Stelle unwichtig sind. Die Mufassirun, die Koran-Exegeten, haben versucht, dies zu füllen durch sogenannte Israeliyat. Was sind Israeliyat? Israeliyat, meine lieben Geschwister, sind sogenannte Überlieferungen von den Leuten der Schrift. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt hierüber Folgendes. Hadithu an Bani Israel wa la haraj. Ihr dürft ruhig von den Leuten, sozusagen von den Kindern Israels, berichten. Darin liegt keine Sünde. Ihr begeht damit keine Sünde. Und dann fügte er hinzu, sallallahu alaihi wa sallam, وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ Wer jedoch über mich eine Lüge ersinnt, der kann seinen Platz im Höllenfeuer schon einnehmen. Der hat ihn schon eingenommen, im Grunde genommen. Was haben die Gelehrten daraus entnommen? Die Gelehrten haben daraus entnommen, dass man grundsätzlich auch andere Quellen nutzen kann, christliche und jüdische Quellen, um bestimmte Kontexte von Geschichten, welche im Koran erwähnt werden, zu ergänzen. Ganz wichtig, zu ergänzen. Und hierbei handelt es sich nur um Informationen, die nicht wirklich zum Verständnis der Geschichte beitragen, sondern einfach nur bestimmte Lücken ausfüllen, die es vielleicht erleichtern, bestimmte Dinge besser nachvollziehen zu können. Aber die Geschichte hängt davon nicht ab. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, ich darf dem weder glauben, noch muss ich das ablehnen. Nur wenn es dem Koran widerspricht.
Also ich kann Überlieferungen von den Leuten der Schrift mit einbeziehen für ein bestimmtes Textverständnis, aber ich darf nicht davon ausgehen, dass es sich hierbei wirklich um eine wahre Information handelt. Noch muss ich es ablehnen, nur dann, wenn es eindeutig dem Koran widerspricht. In diesem Fall muss ich es ablehnen. Das sind die sogenannten Israeliyat. Das heißt Überlieferungen aus christlichen und aus jüdischen Quellen, welche im Übrigen gerade auch die früheren Koran-Exegeten wie Imam al-Tabari sehr häufig herangezogen hatten und damit auch kein großes Problem hatten, weil sie ihre Bücher für Gelehrte geschrieben haben. Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie haben ihre Bücher für studierte und gelehrte Menschen geschrieben, die dann unterscheiden konnten, ganz klar, okay, hierbei handelt es sich um eine authentische Überlieferung, hierbei handelt es sich um eine nicht authentische Überlieferung, dies gehört zu den sogenannten Israeliyat, welche ich hinzufügen kann und einfach nur zum besseren Textverständnis dient, aber auf die ich mich nicht wirklich stützen kann. Das ist sozusagen nochmal ein wichtiger Aspekt, ja, damit wir das verstehen. Also, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat Dinge weggelassen, einmal, damit wir selbst darüber nachdenken. Zweitens, ja, weil er nur das hervorheben wollte, was auch wirklich wichtig ist für uns, damit wir daraus als Muslime Lehren ziehen können. Und deswegen springt jetzt Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Geschichte direkt zu einem Dialog, der stattfindet, oder eine Diskussion, die stattfindet zwischen den Brüdern von Yusuf alayhi salam. Und zwar insgesamt den 10 Brüdern. Yusuf alayhi salam, er hatte einen Vollbruder, alle anderen sind Halbbrüder gewesen. Der einzige Vollbruder von Yusuf alayhi salam, der von derselben Mutter und demselben Vater stammte, ist Benjamin gewesen. Der war nicht mit eingebunden. Er war jünger als Yusuf alayhi salam gewesen. Die restlichen 10 Brüder waren von anderen Müttern gewesen und sie waren schon erwachsen gewesen, junge Männer, und haben sich jetzt beraten, weil sie nämlich das Gefühl hatten, unser Vater, er liebt Yusuf mehr als uns. Und das sagen sie klar und deutlich. إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Als sie sagten, wahrlich, Yusuf und sein Bruder sind unserem Vater lieber als wir, obwohl wir eine ansehnliche Schar sind. Ja, wir sind eine Gruppe, wir sind starke Männer. Ja, warum bevorzugt unser Vater unseren jungen Bruder, der als letztes gekommen ist? Das kann doch nicht sein. Warum vernachlässigt er uns? Und ganz wichtig, er hat das nicht getan. Es waren lediglich Emotionen gewesen, welche ganz natürlich gewesen waren, aus verschiedenen Gründen. Erstens, Yusuf alayhi salam, und wir dürfen nicht vergessen, Ya'qub, der Vater von Yusuf, ist selbst ein Prophet gewesen. Und wir müssen davon ausgehen, dass Ya'qub alayhi salam natürlich gerecht gewesen ist zwischen seinen Kindern und auch gerecht gehandelt hat. Und den einen nicht gegenüber dem anderen bevorzugt hat. Aber, weil Yusuf alayhi salam erstens der Jüngste mit Benjamin unter seinen Geschwistern gewesen war, ja, hat er ihnen mehr Aufmerksamkeit geschenkt als die erwachsenen Söhne. Das ist etwas ganz Natürliches. Zweitens, Yusuf alayhi salam war ein besonderes Kind gewesen und das merkte auch Jakob alayhi salam. Und dementsprechend empfand er auch eine stärkere Zuneigung zu Yusuf alayhi salam, weil er gesehen hat, was für ein frommer Junge er ist. Und hier kommen wir nochmal zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Und zwar, wir hatten das letzte Mal, glaube ich, schon erwähnt gehabt, was die 10 Brüder von Yusuf alayhi salam betrifft, welche auch als Esbert bezeichnet werden. Und das kommt an anderer Stelle im Koran vor, unter anderem in Surat Al-Baqarah und in Surat Ali Imran, wo Allah subhanahu wa ta'ala über die Esbert spricht. Ich nenne mal hier eine Ayah in Surat Al-Baqarah. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ. Ja, oder wollt ihr etwa sagen, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakub und jetzt, und die Stämme seien, also mit den Esbert sind die Stämme gemeint, seien Juden oder Christen gewesen. Viele der Mufassir und viele der Koran-Exegeten sagen, mit den Esbert sind die 12 Söhne von Jakub alayhi salam gemeint, also Yusuf, Benjamin und die restlichen 10. Und viele von ihnen gehen davon aus, dass sie sogar Propheten geworden sind. Es gibt aber einige der Koran-Exegeten und einige der Gelehrten, die sagen, das kann nicht sein, dass die Esbert, die Brüder
von Yusuf alayhi salam waren. Sondern die Asbat sind einfach die Stammesgründe, unter denen es dann viele Propheten gab. Aber die Söhne von Ya'qub alayhi salam waren keine Propheten gewesen. Weil jemand, der solch eine Sünde begeht, kann kein Prophet sein. Das ist unmöglich. Jemand, der solch eine Sünde begeht, wie wir gleich noch sehen werden und wie uns ja allen bekannt ist, und der solch einen Neid empfindet in seinem Herzen, kann kein Prophet sein. Weil wir wissen, dass die Propheten Ma'sumun sind. Die sind geschützt vor Fehlern. Und die Brüder von Yusuf a.s. haben einen sehr großen Fehler begangen, ja eigentlich eine Todsünde begangen. Sie haben fast versucht, ihren Bruder zu töten. Und wie soll solch ein Mensch ein Prophet sein? Das ist relativ unwahrscheinlich. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass sie keine Propheten gewesen sind. Und da Yusuf a.s. solch ein besonderer Junge gewesen ist, auch noch so hübsch gewesen ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, worauf wir später noch einmal eingehen werden, inshallah ta'ala, in unseren kommenden Unterrichten, wahrscheinlich dann in der kommenden Woche, morgen wahrscheinlich. Und zwar, dass er die Hälfte der Schönheit bekommen hat. Da ist es Ya'qub alaihi salam nicht vorzuwerfen, dass er seinen Sohn Yusuf stärker geliebt hat in seinem Herzen als seine anderen Brüder. Ohne ihn in seinen Handlungen gegenüber seinen anderen Brüdern zu bevorzugen. Und darin ja liegt eine ganz, ganz wichtige Lehre. Wenn ich mehrere Kinder habe, darf ich niemals den Fehler machen, dass ich den einen gegenüber dem anderen bevorzuge. Niemals. Ich muss immer aufpassen, weil dieser Neid kann in den Herzen der Kinder sehr, sehr schnell entstehen. Und ich habe, wie gesagt, schon viele Fälle gehabt, wo das der Fall war, wo dann auch schon im Erwachsenenalter dann immer noch gesagt wird, ja, ihr habt meinen Bruder, ihr habt meine Schwester bevorzugt mir gegenüber, ihr habt mich vernachlässigt. Und dadurch dann die Beziehung zwischen Vater und Sohn oder zwischen Tochter und Mutter oder wie auch immer dann sehr, sehr stark gestört wird und nachhaltig beschädigt bleibt. Ya'qub alayhi salam, er hatte also, wie gesagt, diese besondere Liebe zu Yusuf a.s. und das haben die Brüder von Yusuf a.s. gemerkt und sich dementsprechend untereinander beraten. Und sie sagen jetzt zueinander Folgendes. Als sie sagten, wahrlich Yusuf und sein Bruder sind unserem Vater lieber als wir, obwohl wir eine ansehnliche Schar sind, also wir sind eine kräftige Gruppe von jungen Männern, sagten sie denn über ihren Vater, der ein Prophet ist? Was natürlich auch eigentlich eine unverschämte Aussage ist. Inna abana lafi dhalalin mubin. Unser Vater befindet sich für wahr in deutlichem Irrtum. So etwas dürfte er nicht tun, er müsste es doch besser wissen. Das, was er macht, ist Unrecht. Sie haben das als Unrecht empfunden. Und auch wenn das, was die Brüder von Yusuf alayhi salam getan haben, großes Unrecht war und ein Fehler war und sie eigentlich Allah Ta'ala bei Allah Ta'ala Zuflucht hätten suchen sollen vor diesen Empfinden des Neides, muss man sich aber auch in ihre Perspektive hineinversetzen. Und auch immer dies ernst nehmen als Eltern, dass ich die Gefühle meiner Kinder ernst nehme und versuche auch darauf einzugehen und versuche dieses Problem schnellstmöglich zu behandeln, damit es nicht zu einem bleibenden Problem wird, welches die Beziehung zwischen mir und meinen Kindern vollständig dann und nachhaltig nicht zerstört, aber zumindest beschädigt und bleibende Schäden diesbezüglich bleiben könnten. Und sie belassen es nicht bei den Worten, sondern das Schlimme ist jetzt, dass bei ihnen aus Worten und Gedanken und Emotionen Taten werden. Und genau hiervor muss sich ein Muslim in Acht nehmen. Dass jemand mal dieses Gefühl haben könnte von Neid, ich werde benachteiligt von meinen Eltern, ist etwas Natürliches, kann jedem passieren. Nur das Schlimme ist, wenn ich dagegen nichts tue, wenn ich es einfach so belasse und wenn ich diesem Gefühl und dieser Emotion freien Lauf lasse, dann kann es gefährlich werden. Weil dann können diese Emotionen und diese Krankheit zu Taten führen. Genauso wie es bei
den Brüdern von Yusuf alaihi salam gewesen ist. Aus diesem Grund, meine lieben Geschwister, wenn wir merken, da stimmt etwas nicht in unserem Herzen. Ich merke, ich denke immer argwöhnisch über eine bestimmte Person. Und mittlerweile fange ich auch an, immer nach Fehlern zu suchen, sollte ich mich in Acht nehmen. Weil der nächste Schritt ist was? Der nächste Schritt ist, dass ich dann anfange zu sündigen, mit meinen Taten zu lästern, vielleicht sogar zu verleumden und vielleicht sogar noch schlimmere Dinge zu tun. Und Allah Ta'ala, er beschreibt diese Abfolge sehr, sehr schön in Surat al-Hujurat. Und er warnt uns, indem er nämlich sagt, Ya ayyuha alladhina amanu jitanibu kathiran min adh-dhann. O, die ihr glaubt, meidet einen Großteil des Argwohns, dass ich über eine andere Person schlecht denke. Und Allah fügt hinzu, inna ba'da dhanni ithm. Ein Teil dieses Denkens über eine andere Person, also hier übersetzt als Argwohn, ist eine Sünde. Weil es nämlich unbegründet ist. Und dann geht es weiter. Allah Ta'ala zeigt uns eine gewisse Abfolge auf. وَلَا تَجَسَّسُوا und spioniert nicht einander. Also, Allah Ta'ala, er zeigt uns auf, nach dem Argwohn oder eine Folge des Argwohnes, den ich nicht behandle und den ich nicht bearbeite und den ich nicht versuche loszuwerden, führt zu was? Dass ich anfange, nach den Fehlern der anderen zu suchen. Gerade nach den Fehlern der Person, der ich argwöhnisch gegenüber bin. Ah, guck mal, was sie macht. Ja, ich suche Fehler. Was hat er gesagt? Wie hat er es gesagt? Wie hat er es geschrieben? Und immer sehe ich nur das Schlechte. Und dabei bleibt es nicht, sondern es führt dann am Ende zu einer schlimmen Sünde, nämlich dem Lästern. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Und keiner soll über den anderen lästern. Üble Nachrede. Eine ganz schlimme Sünde. Und aus diesem Grund müssen wir, wenn wir solche Emotionen haben, die falsch sind, die vom Shaitan sind, schnellstens daran arbeiten, bevor sie Überhand nehmen und ich sie dann nicht mehr im Griff habe und anfange, dann danach zu handeln und im Grunde genommen zu einem Sklaven dieser Emotion zu werden. Ich mache nur noch das, was diese Emotion sagt. Und ich denke die ganze Zeit nur noch über diese Person und versuche ihr in irgendeiner Weise Schaden zuzufügen. Genauso wie es die Brüder von Yusuf a.s. getan haben. Also, man kann die Brüder von Yusuf a.s. auf der einen Seite verstehen. Sie fühlen sich vernachlässigt. Sie haben das Gefühl, ihr Vater liebt sie nicht so sehr wie ihren Bruder Yusuf. Ihr Vater kann eigentlich nichts dafür, weil das, was im Herzen ist, das liegt nicht in deiner Hand. Und anstatt, und das ist jetzt genau der Punkt, dass sie das jetzt behandeln und Allah um Vergebung bitten und sagen, unser Vater macht das nicht absichtlich und unser kleiner Bruder, er ist noch jünger als wir und es ist ganz normal, dass er ihn mehr liebt und er ist ein besonderer Junge, fangen sie an, immer mehr darüber zu reden und jetzt zu den Taten überzuschreiten. Uqtulu Yusuf, guck mal, wie weit der Shaitan geht, subhanallah. Gleich mit dem Schlimmsten. Tötet Yusuf. Oder werft ihn ins Land hinaus, so wird das Gesicht eures Vaters sich nur noch euch zuwenden. Ja, wir wollen sozusagen, dass unser Vater sich nur noch um uns kümmert. Ja, was für eine dumme Idee. Ich meine, gerade wenn der Sohn stirbt, dann wird der Vater ihn doch, oder nicht mehr da ist, dann wird er sich doch noch mehr Sorgen machen. Aber der Shaitan, er lässt sich in diesem Moment nicht rational denken. Sie denken eigentlich völlig irrational. Und so ist das, wenn der Shaitan anfängt, für dich zu denken. Und wenn du anfängst, in die Fußstapfen des Shaitans zu treten, du fängst an, irrational zu denken. Du denkst, du kannst etwas erreichen, obwohl du genau das Gegenteil erreichst. Du fängst an, kriminell zu werden und Leute zu betrügen und denkst, dadurch erlange ich schnellen Reichtum. Und der Shaitan lässt dich vergessen, was das für Konsequenzen für dich haben kann. Und dass du am Ende ohnehin alles verlieren wirst. Weil früher oder später wird ein Betrug zum Vorschein kommen. Und dann bist du alles los. Der Shaitan, er lässt dich Glücksspiel spielen. Weil du denkst, so gelange ich zu großem Reichtum. Und zwar relativ schnell. Obwohl alle Studien sagen, dass Glücksspiel nicht reich macht. Vielleicht nur bei ganz wenigen Menschen. Das sind die Ausnahmen.
Und die werden wahrscheinlich auch schnell wieder arm. Warum? Weil sie all das, ja, was sie dann gewonnen haben, wahrscheinlich wieder verspielen werden. Also eigentlich kann man durch Glücksspiel nicht reich werden. Du weißt, ja, und ich habe das schon bei vielen Familien erlebt, subhanallah, ja, die ich beraten habe. Du weißt, ja, du wirst dein ganzes Vermögen verlieren. Du weißt, du wirst deine Familie verlieren. Du weißt, du stürzt dich ins Unglück, in Schulden. Und trotzdem machst du das. Wie irrational. Aber der Shaitan lässt sich in diesem Moment all das nicht sehen. Er lässt sich nur eine Sache sehen. Diesen Hoffnungsschimmer, ich könnte schnell an Geld kommen. Aber es führt genau zum Gegenteil. Alkohol. Manche denken, ah, wenn ich Alkohol trinke, dann habe ich Spaß. Dann werde ich meine Probleme los. Aber jeder weiß, dass man weder richtigen Spaß haben kann damit. Ja, man kann sich ja gar nicht mal sogar daran erinnern, was man gesagt hat. Also es ist dann ein sehr kurzer Spaß, wenn überhaupt, an den ich mich nicht einmal erinnern kann. Man wird in der Regel, danach fühlt man sich schlecht, hat Kopfschmerzen, ist einem übel. Man schadet seiner Gesundheit. Und ja, der Shaitan hält dich auch noch von Allahs Weg ab. Und trotz alledem, subhanallah, gibt es so viele Menschen, die das machen. Und hier zeigt uns Allah so schön auf. Anstatt dass sie sich fragen, ist das in Ordnung, was wir gerade empfinden? Ist das nicht vom Shaitan? Nein. Folgen sie dem Fußstapfen des Shaitans. Und Allah warnt uns deshalb genau davor. Ja, ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaitan. Oh, die ihr glaubt, folgt nicht dem Fußstapfen des Shaitans. So einfach ist das. Der Shaitan ist was? Er ist euer Feind. Er ist niemals euer Freund. Inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Der Shaitan ist euer Feind, so nehmt euch ihn zum Feind. Leider gibt es viele Menschen, die den Shaitan zum Freund nehmen und denken, ah, darin liegt der Ausweg. Nein, der Ausweg liegt immer in dem, was Allah Ta'ala uns aufgezeigt hat. Uqtulu Yusuf, gleich mit dem Schlimmsten fangen sie an. Tötet Yusuf. Und dann, ja, vielleicht nicht ganz so schlimm. Oder werft ihn ins Land hinaus, so wird das Gesicht eures Vaters sich nur noch euch zuwenden. So, was für ein Trugschluss. Genau das Gegenteil tritt ein, Soprano, wie wir dann noch sehen werden, dass der Vater die ganze Zeit nur an Yusuf denkt. Und jetzt kommt, subhanallah, ja, der dritte Trugschluss. Und danach werdet ihr rechtschaffende Leute sein. Ah, oh, subhanallah, wie es der Shaitan immer wieder schafft, die Menschen genau dazu zu bringen. Komm, mach mal die Sünde und dann später kannst du bereuen. Leb mal jetzt dein Leben und dann machst du irgendwann mal die Hajj und dann ist alles gelöscht. Jetzt kannst du noch, weiß ich nicht, Zina machen, Freundinnen und wenn du dann heiratest, dann wirst du nicht mal dieses Bedürfnis haben. Ein Trugschluss. Ein Trugschluss. Der Shaitan, er versucht den Menschen nur dazu zu bringen, die Reue aufzuschieben. Wer gibt dir die Garantie, dass du überhaupt noch so lange leben kannst? Das ist die erste Sache. Wer sagt dir, dass wenn du später bereust, dass dir die Reue leichter fallen wird, als wenn du sie jetzt bereust? Ganz im Gegenteil. Es wird immer schwieriger und nicht leichter. Weil der Mensch, wenn er sich erst einmal an eine Sache gewöhnt, und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, wenn er sich erst einmal an eine Sache gewöhnt, an eine Sünde gewöhnt, dann wird es ihm immer schwieriger fallen, von dieser Sünde abzulassen. Und Ibn al-Qayyim, er beschreibt das sehr, sehr schön, indem er uns ein Gleichnis gibt. Und zwar das Gleichnis von einem Sprössling, einer kleinen Pflanze, die man einpflanzt. Und er sagt, wenn man diesen Sprössling jetzt herausziehen würde aus der Erde, würde das leicht fallen. Wenn man ihn aber gießt mit dem Wasser der Neigung, mit dem Wasser der niederen Bedürfnisse, der Shahwa, der Begierde, dann wächst dieser kleine Sprössling immer mehr. Und genauso auch die Sünde in deinem Herzen. Umso öfter du sie gießt, ja, mit diesem Wasser der Begierde, wird sie größer. Und umso länger du eine Pflanze gießt mit Wasser, wird sie größer. Die Wurzeln werden immer tiefer. Der Stängel wird langsam zu einem Stiel und aus dem Stiel wird langsam ein kleiner Baumstamm. Und aus diesem kleinen, dünnen Baumstamm wird irgendwann einmal ein breiter, fester Baum, den ich nicht so einfach mit der Hand mehr aus der Erde reißen kann.
sondern für den ich radikale Methoden benötige. Eine Motorsäge. Ich brauche eine Säge, um ihn durchzusägen. Und dann auch mit der Sünde. Wenn ich mich erst einmal an eine Sünde gewöhnt habe, dann wird es mir schwierig fallen, von dieser Sünde abzulassen. Vielleicht schaffe ich das gar nicht mehr allein. Und vielleicht, wenn es eine Sünde ist, wo ich auch noch das Recht vieler Menschen genommen habe, werde ich dadurch mein Leben zerstören. Was mache ich denn, wenn ich permanent Menschen betrüge? Einmal kam ein Bruder zu mir, mein lieben Geschwister, subhanallah, das ist so wichtig, wie viele Lehren wir daraus ziehen können. Einmal kam ein Bruder zu mir und er sagte, ich möchte bereuen, aber ich habe ein Problem. Und zwar, ich habe im Internet Menschen betrogen. Habe ich gesagt, gut, dann zahl das zurück. Er meinte, wie soll ich das zurückbezahlen? Ich habe Hunderttausende von Euro Betrug betrieben. Hunderttausende von Euro Betrug. Wie soll jemand so etwas wieder zurückzahlen? Wie soll man das wieder gut machen? Und da kommt der Shaitan und sagt, ja, das kannst du so und so nicht wieder gut machen. Dann ist es vorbei. Natürlich kann auch so jemand bereuen. Aber meine lieben Geschwister, Allah Ta'ala, er wird die Sünde zwischen dir und ihm vergeben. Aber die Rechte, die du dem Menschen genommen hast, die wird er dir nicht vergeben. Die musst du zurückzahlen, entweder in der Dunya oder im Akhir. Und deswegen lasst uns jetzt sofort bereuen. Und nicht, wie die Brüder von Yusuf gesagt haben, und danach werdet ihr rechtschaffende Leute. Wer sagt dir, es gibt ein danach? Wer sagt das dir? Wer garantiert dir das? Und jetzt kommt einer von den Brüdern Yusuf. Wir wissen nicht, wer. Ist auch nicht wichtig, wer. Der Koran lässt das aus. Jetzt in den Israeliyat, in diesen Überlieferungen, von denen wir gesprochen hatten, werden einige Namen genannt, aber das ist nicht wichtig. Das tut nicht zur Geschichte. Einer sagt, قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ. Einer von ihnen sagte, لَا تَقْتُلُوا Yusuf. Einer von ihnen war vernünftig gewesen. Tötet Yusuf nicht. Er war aber nicht ganz vernünftig, sondern er schloss sich den Brüdern an und sagte, وَأَلْقُوهُ فِي رَيَابَةِ جُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ. Sondern werft ihn in die verborgene Tiefe eines Brunnenloches. Ein Jupp ist ein Brunnen, der nicht sozusagen ausgemauert wurde. Das ist ein Jupp, ist also einfach ein Loch in der Erde, der keine Mauer hat. Ja, wir stellen uns eher einen Brunnen vor, mit sozusagen etwas, was ummauert ist und wo es dann auch einen Eimer gibt, der oben hängt. Ein Jupp ist einfach ein Loch in der Erde, was nicht ausgemauert wurde. Sondern werft ihn in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs. يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَعِنِينَ. So werden ihn schon einige der Reisenden auflesen, wenn ihr doch etwas tun wollt. Sie wollten ihr Gewissen beschwichtigen. Ja, töten wäre zu viel. Aber ihnen das Schicksal, dem Schicksal zu überlassen, das ist möglich. Das könnten wir machen. Und genau das haben sie auch getan. Sie wollten ihr Gewissen vielleicht besänftigen und ihm einfach dem Schicksal überlassen. Sollte ihm was passieren, sollte er verhungern oder nicht mehr herauskommen, dann wäre das das Schicksal gewesen. Und sollte er gerettet werden, dann würde er eben versklavt werden, wie auch immer. يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ. Sondern werft ihn in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs. So werden ihn schon einige der Reisenden auflesen, wenn ihr doch etwas tun wollt. Und jetzt wird wieder etwas ausgelassen. Und Allah Ta'ala, er geht jetzt direkt auf den nächsten Dialog ein. Das war der Dialog der Brüder untereinander. Sie haben sich besprochen, haben sich auf etwas geeinigt. Und jetzt wenden sie sich dem Vater zu. Das muss man sich ja vorstellen, was das für eine Überwindung gewesen sein muss. Was muss passiert sein, dass sie wirklich aus diesen Gedanken eine Tat gemacht haben? Und dass sie so weit gegangen sind, dass sie jetzt sagen, okay, wir werden jetzt wirklich mit unserem Vater reden. Das war wahrscheinlich kein Prozess von heute auf morgen. Das war wahrscheinlich ein langwieriger Prozess, der über Tage und Wochen, vielleicht sogar über Monate, vielleicht sogar über Jahre ging. Hier wird keine Zeitspanne genannt. Aber sie haben wahrscheinlich öfters darüber diskutiert und jetzt haben sie sich endgültig dafür entschieden, mit ihrem Vater zu reden. Und so ist es auch mit der Sünde. Der Shaitan, er kommt nicht zu dir und sagt gleich, töte jemanden oder mach Zina oder trink Alkohol. Nein, der Shaitan lässt dich Zeit. Der Shaitan, er versucht dich Schritt für Schritt, peu à peu,
zu einer Sünde zu führen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns genau aus diesem Grund immer wieder davor gewarnt, dass wir schon sozusagen uns auf diese kleinen Sünden einlassen. Der Koran spricht davon, wala taqrabu zina, und kommt dem Sinne erst gar nicht nah. Kommt erst gar nicht in die Nähe des Sinnes. Das ist ein typisches Beispiel. Ja, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wovor hat er uns wirklich vehement gewarnt? Vor der Khalwa, dass ich allein bin mit einer Frau. Jeder praktizierende Muslim und jeder praktizierende Muslimin wird niemals auf Anhieb einfach Zina begehen. Sondern es ist, wenn sie es machen, dann ein langwieriger Prozess, dass man auf bestimmte Dinge nicht Acht gegeben hat. Man hat sich vielleicht immer wieder mit einer Schwester unterhalten, immer wieder. Erstmal nur gechattet, irgendwann einmal hat man sich dann vielleicht in der Öffentlichkeit getroffen und daraus würden dann mehrere Treffen und irgendwann einmal hat man dann, okay, komm, dann nehme ich dich mal mit dem Auto mit. Und irgendwann hat das auch nicht mehr ausgereicht, man wollte sich näher kommen und dann trifft man sich vielleicht an einem Ort. Und das macht man dann mehrere Male, man hält noch Abstand. Und dann kann es passieren, dass man Zina begeht. Und ich kenne persönlich Fälle, wo das genau so geschehen ist, meine lieben Geschwister. Genau so. Wo mir das wirklich Leute erzählt haben, die mich angerufen haben und gesagt haben, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und es immer aufgrund dessen war, weil sie nicht die Grenzen Allahs eingehalten haben und weil sie sich auf diese Fußstapfen des Shaitans, diese kleinen Schritte des Shaitans eingelassen haben. Das kommt nicht einfach so, ich töte jetzt meinen Bruder. Nein, der Shaitan lässt sich Zeit und irgendwann einmal bist du bereit, das zu tun. Und sie gehen jetzt zu ihrem Fall, setzen wirklich diese shaitanische Chitta, diesen shaitanischen, satanischen Plan setzen sie jetzt um. Und sie gehen zu ihrem Vater und werfen ihm vor, auch in einer eigentlich unverschämten Weise. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. Sie sagten, oh unser Vater, warum vertraust du uns Yusuf nicht an? Wir werden ihm wahrlich aufrichtig zugetan sein. Sie kommen zu ihrem Vater gleich mit einem Vorwurf. Du hast etwas dagegen, dass wir uns um unseren Bruder kümmern. Du vertraust uns eigentlich nicht. Du willst ihn immer nur bei dir haben. Kann nirgendwo mitgehen. Er wird die ganze Zeit nur behütet, verhätschelt. Gleich ein Vorwurf. Und dann kommt die Aufforderung. Arsilhu ma'ana ghada yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Sende ihn morgen mit uns, dass er Spaß und Spiel finde. Wir werden ihn für wahr behüten. In einer anderen Lesart heißt es narta' wa nal'ab, sodass wir Spaß und Spiel finden zusammen. Die Mufassirun haben sich über diese Ehe Gedanken gemacht und haben gesagt, wie kann das sein, wenn diese Brüder von Yusuf doch Propheten gewesen waren. Einige sagen ja, dass es Propheten waren. Wie konnten sie dann spielen? Das geht doch gar nicht. Was ist mit dem Spielen gemeint? Aber Rashid Rida in seinem Tafsir, er sagt ja erstens, es sind keine Propheten gewesen. Und zweitens, ja, was spricht auch dagegen, dass auch Propheten spielen? Was ist denn mit Spielen gemeint? Spielen muss ja nicht immer negativ sein. Spielen kann ja auch in einem Halal-Rahmen sein. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns ja sogar aufgezeigt, dass wir in gewissen Situationen spielen sollen. Beispielsweise im Umgang mit unseren Ehefrauen. Als einmal ein Sahabi heiraten wollte, da wollte er eine Frau heiraten, die schon einmal verheiratet war, schon etwas älter, erfahrener. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, warum hast du nicht eine Jungfrau geheiratet, mit der du spielen kannst und mit, die mit dir spielt? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat selbst Spaß gehabt und hat gespielt. Er hat mit Aisha radiallahu anha ein Wettrennen gemacht. Das widerspricht nicht dem Prophetentum. Es ist immer nur eine Sache, dass es eine, wenn sie spielen, dass es in Maßen ist und dass es nicht etwas ist, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und dementsprechend, ja, sie sagten zu ihrem Vater, lass ihn doch mit uns kommen, wir werden uns in ihm kümmern und wir werden ihm gegenüber aufrichtig sein. Wa inna lahu lanasihun, wir werden ihm wahrlich aufrichtig zugetan sein von Nusr. Und davon wird das Wort Nasiha hergeleitet. Nasiha heißt der aufrichtige Ratschlag. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, ad-din an-nasiha, die Religion ist der aufrichtige Ratschlag. Jakob alaihi sallam wusste nicht, was er tun soll. Einer gegen zehn. Schon älterer Mann. Er will auch seine Söhne nicht enttäuschen. Und er versucht es noch einmal, indem er ihnen sagt, قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Er sagte,
Es macht mich für wahr traurig, dass ihr ihn mitnehmt. Ehrlich gesagt, ich möchte ja nicht, dass er sich von mir entfernt, dass er den ganzen Tag nicht da ist. Ich fühle mich wohl, dass er bei mir ist. Das hat sie wahrscheinlich noch wütender gemacht. Und jetzt fügt er noch etwas hinzu, was eigentlich relativ unwahrscheinlich ist. Aber er fügt es als weiteres Argument hinzu. Und leider genau das wollte dann auch passieren. Und ich fürchte, dass ihn der Wolf frisst, während ihr seiner unachtsam seid. Und sie antworten und sagen, sie sagten, wenn ihn der Wolf fressen sollte, wo wir doch eine ansehnliche Schar sind, dann wären wir für wahr Verlierer. Sie versuchen, jedes Argument ihres Vaters zu entkräften. Und jetzt müssen wir davon ausgehen, dass der Vater zugestimmt hat. Er wollte eigentlich nicht, aber er musste zustimmen. Und jetzt ging sie. Und der Koran fügt jetzt etwas ganz Wichtiges hinzu. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ Als sie ihn mitnahmen. Jetzt hört zu. وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ Das finde ich sehr interessant. Ihn in die verborgene Tiefe des Brunnens zu stecken und sich geeinigt hat, entschuldige bitte, ihn in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs zu stecken. Das ist ein ganz wichtiger Zusatz. Sie sind jetzt gegangen. Bis jetzt ist nichts passiert. Yusuf alaihi salam weiß nichts von ihrem satanischen Plan. Jakub geht davon aus, dass sie sich um ihren kleinen Bruder kümmern werden. Wären sie einfach zurückgekehrt, dann hätte niemand jemals etwas von diesem Gespräch erfahren. Dann wäre es einfach nur was gewesen? Neid gewesen. Aber Allah fügt hinzu, وَأَجْمَعُوا und sich geeinigt hatten von Ijma. Und das kann sozusagen gemeint sein, dass sie sich geeinigt haben, sie waren sich jetzt alle einig, es zu tun. Und ganz wichtig, dass sie auch jetzt wirklich entschlossen waren, das zu tun. Sie werden das umsetzen. Und hier nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Selbst wenn du kurz vor der Sünde stehst, du hast immer noch die Möglichkeit, zurückzukehren. Und deswegen unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt in einer sehr, sehr schönen Qudsi-Überlieferung. Und zwar, dass Allah Ta'ala die Hasanat und die Sayyiat niedergeschrieben hat. Inna Allah kataba al-Hasanat wa al-Sayyiat. Allah Ta'ala, er hat die Hasanat und die Sayyiat niedergeschrieben. Und hat daraufhin all dies erklärt. ثم بين ذلك فما هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. Wer vorhat, eine Hasana zu tun, sie dann aber nicht tut, für den wird Allah Ta'ala was niederschreiben? Eine vollständige Hasana. Also allein durch die Absicht, dass du vorhattest, etwas Gutes zu tun, es aber dann nicht umsetzen konntest, du wurdest daran gehindert, aus welchem Grund auch immer, du erhältst eine vollständige Hasan, so als hättest du es getan. Deswegen Allah Ta'ala, er spricht im Koran über diejenigen, die die Hijra machen wollten und dann aber gestorben sind auf dem Weg dorthin. Sie haben den Lohn, den vollen Lohn für die Hijra bekommen. Und dann sagt der Prophet Sosem, وَمَنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَفٍ كَثِيرًا. Wer eine gute Tat beabsichtigt und sie dann auch wirklich umsetzen, dem wird Allah Ta'ala diese gute Tat verzehnfachen. Bis zu 700-fach vervielfachen und noch mehr vervielfachen. إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرًا. Und jetzt kommt der wichtige Punkt für uns in dieser Geschichte. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلًا. Und wer eine schlechte Tat vorhat, eine Sayyi'ah, aber es er nicht macht, dann im letzten Moment sagt, ich tue das doch nicht. Ich möchte Sinne machen, aber ich mache es doch nicht. Wie in der Geschichte von dem Mann, der seine Cousine über alles geliebt hatte. Und dann, subhanallah, als er dann die Möglichkeit hatte und mit ihr allein war, dann Sinne zu begehen, hat sie ihn an Allah erinnert. Und er hat von ihr abgelassen und ihr das ganze Geld, was er ihr schenken wollte, überlassen. Und das wertet Allah als was? Als gute Tat.
Deswegen, das ist ja in der Geschichte von den dreien, die in eine Höhle eingesperrt gewesen waren. Und dann sagt er, oh Allah, wenn du weißt, dass ich das für dich gemacht habe, dann lass den Felsbrocken, den Eingang der Höhle verschwendet, ein wenig zur Seite rollen. Und Allah sagt hier in dieser schönen, kurzen Überlieferung, und wenn jemand eine schlechte Tat vorhat und dann diese aber nicht tut, der wird eine vollständige Hasane bekommen. Allahu Akbar. Also es ist nicht so, dass du nicht nur keine Sayyi'ah bekommst, sondern du bekommst von Allah auch noch dafür eine Hasana. Also wenn du kurz vor einer Sünde stehst und du sagst, ich mache es doch nicht aus Gottes Furcht, dann kriegst du von Allah Ta'ala dafür eine gute Tat. Und genau das ist es, worauf Allah Ta'ala uns hinweisen möchte in dieser Ayah. Wa ajma'u. Und sie haben sich jetzt entschlossen, das zu tun, geeinigt und entschlossen, das zu tun. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, auf dem Hinweg das doch nicht umzusetzen. Aber sie haben diese Chance nicht genutzt. Und damit wir jetzt noch den letzten Teil von dem Hadith Qudsi hören, وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. Und wenn er eine schlechte Tat beabsichtigt und sie dann auch umsetzt, so wird es Allah als eine schlechte Tat niederschreiben und dies nicht vervielfachen. Als sie ihn mitnahmen und sich geeinigt hatten, ihn in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs zu stecken, gaben wir ihm ein. Subhanallah. Jetzt kommt eine Form von Eingebung, die Yusuf a.s. erhalten hat. Eine schrittweise Heranführung an das Prophetentum. Das erste Zeichen dafür, dass er ein Prophet werden sollte, ist ein Traum. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, dass der Traum, die Ru'ya, das Traumgesicht, das wahre Traumgesicht, ein Teil von 46 Teilen des Prophetentums ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte selbst 6 Monate, bevor er zum Propheten wurde, immer nur Träume gehabt. Noch keine richtige Offenbarung, aber Träume, die so deutlich waren wie die Morgendämmerung. Klar und deutlich. Das ist eine Form von Eingebung, welche wiederum ein Teil des Prophetentums ist. Und Yusuf a.s. hatte erst einmal den Traum und jetzt kommt eine Steigerung. Und zwar Allah Ta'ala ergibt ihm eine Eingebung. Es ist noch keine Offenbarung, wie ein Prophet sie erhält. Aber es ist eine Form von Eingebung. Und zwar sagt Allah, und gaben wir ihm ein, wa auhayna ilayhi. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Du wirst ihnen ganz gewiss noch diese, ihre Tat kundtun, ohne dass sie merken. Eine Form von Wahi. Was bedeutet eigentlich das Wort Wahi? Wahi bedeutet so viel wie geheime Rede. Eine kodierte Rede. Wo dem Menschen etwas eingegeben wird, in einer Art und Weise, dass kein anderer, der um dich herum steht, dies mitbekommt. Das ist Wahi. Und Wahi wird im Koran in unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. Und immer handelt es sich um eine Form von Inspiration. Eingebung. Wa auhayna ila ummi Musa. Und wir haben der Mutter von Musa eingegeben. Das ist keine Offenbarung, wie sie die Propheten erhalten. Aber es ist eine Form von Eingebung und Inspiration. Es gibt noch andere Formen von Offenbarung. Über Jibril alayhi salam. Dass Allah direkt mit einem Menschen spricht, dass Allah Ta'ala dem Menschen etwas einhaucht in sein Herz. Also ganz viel unterschiedliche Formen von Offenbarung, welche Allah Subhanahu wa Ta'ala auch im Koran teilweise verwendet. Und jetzt macht Allah Ta'ala Yusuf alayhi salam Mut in diesem schwierigen Moment, wo er jetzt in den Brunnen hineingelassen wird. Ganz allein. Er weiß gar nicht, was geschieht. Warum tun seine Brüder das? Und Allah gibt ihnen ein. Mach dir keine Sorge. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo du ihnen das dann vorhalten wirst, ohne dass sie es merken. Also ohne dass sie wissen, dass du es bist. Was dann am Ende der Geschichte auch geschehen sollte. Und jetzt kehren die Brüder zurück. Und Allah lässt wieder etwas aus. Aber wir können uns das denken aus dem Kontext. Und am Abend kamen sie weinend zu ihrem Vater. Subhanallah. Sie kommen gleich darauf zu sprechen. Aber
jemand, der lügt, ja, der hat bestimmte Methoden, mit denen er versucht, seine Aussagen glaubhaft zu machen. Und dazu gehört unter anderem das Weinen, starke Emotionen. Qalu ya abana. Sie sagten, oh unser Vater, inna dhahabana nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu adh-dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana wa law kunna sadiqin. Oh unser Vater, wir gingen, um einen Wettlauf zu machen und ließen Yusuf bei unseren Sachen zurück. Genau das behaupten sie jetzt, wovor ihr Vater Angst hatte. Da fraß ihn der Wolf. Aber du glaubst uns wohl nicht, auch wenn wir die Wahrheit sagen. Subhanallah. So redet ein Lügner. So redet ein Lügner. Ein Lügner ist derjenige, der versuchen muss, mit allen Mitteln seine Aussage zu bestätigen. Wenn du die Wahrheit sagst, brauchst du all diesen Schwur nicht, all diese Worte nicht, die ganze Einleitung nicht, diese ganzen Emotionen nicht. Und hier ist auch nochmal eine ganz wichtige Lehre für uns, ja, im Umgang mit Menschen, die miteinander verstritten sind, beispielsweise, wenn ich versuche zu schlichten. Ich habe das schon sehr, sehr häufig erlebt, dass Frauen oder auch Männer, wie auch immer, dich anrufen und dann weinen und starke Emotionen zeigen. Und dass man ihnen zunächst einmal wirklich glaubt, weil man bekommt Mitleid. Sie erzählen die Geschichte und du hast wirklich das Gefühl, oh mein Gott, was hat sie für einen Ehemann? Was muss das für ein Monster sein? Oder umgekehrt, was hat der für eine Ehefrau? Was muss sie für ein Monster sein? Weil die erzählen die Geschichte mit so viel Emotionen und so viel, also teilweise wirklich wird dann geweint und werden Dinge erzählt und geschworen, wie schlimm doch alles ist. Und dann, wenn du dir die andere Version anhörst, merkst du, Allahu Akbar, all das war gelogen gewesen. Nicht ihr Ehemann ist das Monster, sondern sie selbst ist das Monster oder umgekehrt. Nicht seine Frau ist die Schlimme und die Hexe, sondern er ist die Hexe. Wie oft habe ich das schon erlebt? Und genau aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wenn es um Schlichtung geht, zwischen zwei Parteien, dass man sich immer beide Seiten anhören muss. Weil erst dann kannst du dir wirklich ein vollständiges Bild von der Sache machen. Und jetzt haben sie noch was getan. Sie haben jetzt noch versucht, einen Beweis und einen Beleg zu liefern für die Wahrhaftigkeit ihrer Aussage, was auch voll nach hinten losging. Sie brachten falsches Blut auf seinen Hemd. Erlogenes Blut. Was für Blut? Und zwar, und das sind jetzt die sogenannten Israeliyat, also die Quellen, die wir haben aus der Bibel oder von mündlichen Überlieferungen, christlichen oder jüdischen Überlieferungen, dass jetzt die Brüder was gemacht haben sollen? Sie sollen einen Wolf geschlachtet haben, sein Blut genommen haben, sie dann Yusuf erst einmal sein Hemd ausgezogen haben und dann einfach das Blut draufgeschmiert haben. Und dann soll Jakob alaihi salam gesagt haben, was ist das für ein toller und schöner Wolf und ein netter Wolf, ja, also ein richtiger Gentleman-Wolf, der zwar meinen Sohn auffrisst, aber gleichzeitig sein Hemd nicht zerreißt. Weil sie haben vergessen, das Hemd zu zerreißen. Lügen haben kurze Beine, meine lieben Geschwister im Islam. Lügen haben kurze Beine. Und deswegen versucht immer, egal was ist in eurem Leben, immer ehrlich zu sein. Es ist besser für euch. Und dann sagte Jakob alaihi salam, قال بسولت لكم انفسكم امرا. Er sagte, nein, vielmehr habt ihr selbst euch etwas eingeredet. Und jetzt dieser schöne Zusatz. فَصَبْرٌ جَمِيل. So gilt es, schöne Geduld zu üben. Allahu Akbar. Schöne Geduld. Was ist damit gemeint mit schöner Geduld? Was ist schöne Geduld? Die Gelehrten haben versucht, das zu definieren, was mit schöner Geduld gemeint ist. Aber grundsätzlich ist damit gemeint, dass ich als Muslim in jeder Situation und in all meinen Handlungen versuche, schön zu handeln, so dass Allah Ta'ala dies von mir akzeptiert. Wenn ich bete, versuche ich schön zu beten. Wenn ich faste, versuche ich schön zu fasten. Wenn ich die Zakat gebe oder eine Spende gebe, versuche ich es in schönster Weise zu machen. Nicht überheblich und nicht dann dem Bedürftigen unter die Nase reibend. Wenn ich dankbar bin, versuche ich schön dankbar zu sein, in einer schönen Weise.
Und wenn ich geduldig bin, dann versuche ich in einer schönen Art und Weise geduldig zu sein. Weil Allah Ta'ala von uns nur das Gute annimmt. Das ist was? Das ist Fasaburun Jamil. So gilt es, schöne Geduld zu üben. Und zur schönen Geduld gehört was? Dass ich Geduld habe im ersten Moment. Einmal kam der Prophet sallallahu alaihi wa sallam an einer Frau vorbei, die an einem Grab saß und laut weinte und Wehklage betrieb, was ja der Islam verboten hat. Trauer hat er nicht verboten, aber Wehklage hat er verboten. Niyaha auf Arabisch. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, während er vorbeiging, Asbiri ya hadi, hab Geduld. Und dann sagte sie zum Propheten, ohne ihn zu erkennen, du weißt nicht, was mir widerfahren ist. Wie kannst du über Geduld reden? Du weißt doch überhaupt nicht, was mir widerfahren ist. Und dann ging der Prophet auch so weiter, um zu sagen, wer er ist. Und einige Leute haben das beobachtet und sagten dann zu der Frau, das war gerade der Prophet gewesen, sallallahu alaihi wasallam. Und die Frau schämte sich und ging dann zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und sagte, ja, Rasul, ich wusste nicht, dass du es bist. Woraufhin dann der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, zu ihr sagte, إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى. Geduld ist im ersten Moment, des Schicksalsschlags. Nicht irgendwann mal später. Das gehört zum was? Zum Sabr und Jamil. Zum Sabr und Jamil gehört, dass ich keine Wehklage betreibe. Ich kann Trauer empfinden. Ich kann weinen. Das alles gehört dazu. Unser Prophet Sosa hat Trauer empfunden, geweint, als sein Sohn Ibrahim gestorben ist. Das ist ein Schicksalsschlag. Aber er hat hinzugefügt, und wir sagen nur das, was unseren Herrn zufrieden stellt. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا. Das ist Sabr und Jamil. Und jetzt kommt noch ein weiterer wichtiger Zusatz. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Allah ist derjenige, bei dem Hilfe zu suchen ist gegen das, was ihr beschreibt. Allahu Akbar. Stützt sich auf Allah in dieser schwierigen Situation. استعن بالله. ولا تعجز. Und sei nicht ohnmächtig. Sei nicht jemand, der dann sozusagen nicht aufgibt, sondern suche Zuflucht bei Allah. Suche Hilfe bei Allah. So wie wir es immer wieder im Gebet aufsagen. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Und bei dir allein suchen wir Hilfe. Und dich allein bitten wir um Unterstützung. Und genau dies tat auch Ya'qub a.s. Genau das, was man tun muss. Einmal Geduld zeigen und zweitens Zuflucht bei Allah suchen und Allah allein um Hilfe bitten. Keinen Menschen, nur Allah. Und deswegen wird auch Allah hier vorgestellt. Wallahu al-musta'an. Also nur allein ist derjenige, nur Allah allein ist derjenige, auf den ich mich stützen kann. In dem, was ihr gerade gesagt habt und in dem, was ihr gerade beschreibt und in dem, was ihr getan habt. Und abschließend noch eine ganz, ganz wichtige Lehre, die wir aus der Perspektive von Ya'qub a.s. entnehmen können. Weil diese Geschichte ist nicht nur eine Geschichte von Yusuf, der Prophet war, sondern auch eine Geschichte über den Propheten Ya'qub a.s. Und zwar sagen die Gelehrten, warum hat Allah Ta'ala Ya'qub a.s. genau mit Yusuf a.s. geprüft? Darin liegt eine tiefe Weisheit. Diese Weisheit ist, dass Allah Ta'ala gerade von seinen Propheten, die er auserwählt hat, wollte, dass sie nichts lieben oder nicht so sehr lieben, dass es sie von Allah ablenken könnte. Allahu Akbar. Sie sollen nichts so sehr lieben, dass es sie von Allah ablenken könnte. Wir haben das bei Sulaiman a.s. Er hat seine Pferde zu sehr geliebt, woraufhin Allah Ta'ala ihn dafür geteilt hat und er hat sich sozusagen von seinen Pferden getrennt. Wir haben das in der Geschichte von Ibrahim a.s. Er hat sich so lange einen Sohn gewünscht und dann bekommt er einen Sohn und Allah verlangt von ihm, sich von seinem Sohn zu trennen, erst einmal und dann sogar ihn zu opfern. Und Allah Ta'ala, er will von bestimmten Menschen, die eine ganz besondere Stellung bei Allah Ta'ala haben, dass sie sich von allem trennen, was sie in irgendeiner Weise von Allah subhanahu wa ta'ala abbringen könnte. Weil sie so besonders sind, sodass ihre Liebe
und ihre Sehnsucht und ihre Hingabe ausschließlich gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ist und nicht gegenüber einem anderen Geschöpf. Wir werden morgen insha'Allah ta'ala dann uns anschauen, was mit Yusuf alayhi salam geschehen ist in dem Brunnen, wie es dann weiterging, weil das war seine erste Prüfung gewesen. Die erste Prüfung bestand darin, in diesem Brunnen zu bleiben und von seiner Familie getrennt zu werden. Die zweite Prüfung sollte relativ bald darauf folgen, zumindest in dieser Sura, auch wenn es dann einige Jahre gedauert hat. Aber das werden wir insha'Allah ta'ala uns dann morgen anschauen, bi'ithnillahi azza wa jalla.